Guten Tag. Wir können jetzt anfangen, denke ich. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und es war schön zu genießen von das Auflegen von Juri Gurgi. Schon herzlichen Dank dafür. Das hat das Warten viel angenehmer gemacht. Ich bin Hetti Berg, die Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind, geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde des Jüdischen Museums Berlin. Seit über 7 Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Der Präsident Russlands führt seinen Angriffskrieg unter dem Vorwand, das Land entnazifizieren und einen Genozid verhindern zu wollen, und schreckt dabei selbst nicht vor Völkerrechtsbruch zurück. Neben der militärischen Auseinandersetzung, die für die Menschen vor Ort und auf der Flucht unsägliches Leid mit sich bringt, herrscht ein Kampf um die Deutungshoheit des Geschehens, in dem konkurrierende Narrative und Geschichtsbilder aufeinander prallen. Jüdische Geschichte spielt in diesem Kampf um Deutungshoheit unweigerlich eine Rolle, wenn die Erinnerung an den nationalsozialistischen Massenmord oder den Antisemitismus der Zarenzeit wachgerufen wird. Der Krieg ist uns ganz nah, auch dem Jüdischen Museum Berlin, Jüdinnen und Juden, jüdische Gemeinden und jüdische Museen in und aus der Ukraine und Russland sind vom Krieg unmittelbar betroffen. Wir haben daher in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und OFEC e.V., der Beratungsstelle für Betroffene antisemitischer Gewalt und Diskriminierung, eine neue Gesprächsreihe konzipiert, zu der erste Veranstaltung ich Sie heute herzlich begrüße. Unser Ziel ist es, jüdische Stimmen und Perspektiven auf den Krieg hörbar und sichtbar werden zu lassen, sowie Einblicke in die komplexe Gegenwart zu geben. Wir blicken auf die Auswirkungen von Gewalterfahrungen über Grenzen und Generationen hinaus und untersuchen die vielschichtigen Fragen von Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik und ihren Einfluss auf die aktuelle Wahrnehmung der Konflikte. Wir hoffen sehr, dass wir mit dem Aufschlüsseln von Narrativen und Geschichtsbildern einen Beitrag zum Verstehen der Situation der Menschen in und aus der Ukraine und Russland in diesem Krieg leisten können. In der Ukraine lebt einst die zweitgrößte jüdische Bevölkerung Europas. Unzählige Gemeinschaften, geprägt von vielen Einflüssen, sei es aus dem Zarenreich im Osten oder der Habsburger Monarchie im Westen, sei es von den säkulären Modernen in den Großstädten oder den traditionstreuen Städten, sei es von der freien Handelsstadt Odessa am Schwarzen Meer und der intellektuellen Metropole Charkiw. Die Ukraine ist zugleich der Geburtsort des Chassidismus, der modernen jüdischen und hebräischen Literatur sowie ein wichtiges Zentrum des frühen Zionismus. Wir haben uns aufgrund dieser Vielschichtigkeit entschieden, die Veranstaltung nach Orten zu gliedern, die für jüdische Geschichte wichtig sind: Charkiw, Czernowitz, Odessa, Lviv, Lemberg, Dnipro. Heute eröffnen wir die Reihe Ukraine im Kontext mit der Stadt Charkiw, Zentrum der ukrainischen Avantgarde und der Wissenschaft, und freuen uns ganz besonders als erste Gäste Serhii Zhadan und Juri Gurgi begrüßen zu dürfen. Serhii Zhadan ist Schriftsteller und Musiker und diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Wir freuen uns sehr, dass er auf seiner durchaus nicht selbstverständlichen Reise von Charkiw zur Paulskirche in Frankfurt in Berlin Station macht und heute bei uns sein kann. Applaus
Juri Gurgi braucht in Berlin nicht wirklich eine Einführung. Der Musiker und Komponist gestaltet seit den 1990er Jahren die Berliner Szene mit. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass er 1995 aus Kharkiv nach Berlin kam und seit Beginn des Krieges alles in seiner Macht tut, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen und Aufmerksamkeit für sie zu generieren. Unter anderem mit seinem Kriegstagebuch, das regelmäßig im Tagesspiegel erscheint. Das Gespräch mit den beiden führt die Übersetzerin und Kulturmanagerin Sofia Unufriev auf Deutsch und Ukrainisch, und wir stellen eine Simultanübersetzung zur Verfügung. Wer sich noch kein Headset geholt hat, kann dies jetzt noch tun, dort hinten im Raum. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei unseren Kooperationspartnern bedanken, vor allem bei Katharina Stetsewitsch von der Bundeszentrale für politische Bildung und Marina Czerniewski von OFEC e.V., die gemeinsam mit Signor Rosbach aus unserer Akademie dieses Programm entwickelt haben. Thomas Krüger, dem Präsidenten des Bundeszentrale für politische Bildung, danke ich für die sofortige Begeisterung und großzügige Unterstützung dieses Vorhabens. Für die Vorbereitung und Durchführung danke ich Gesa Strufe vom Veranstaltungsmanagement in JNB und dem technischen Team von ArtLights. Ich wünsche uns alle einen anregenden Nachmittag mit der Geschichte und Gegenwart der Stadt Kharkiv, und ich hoffe, dass Sie auch in die nächsten Veranstaltungen über die anderen Städte auch kommen werden. Zuvor bitte ich Katharina Stetsewitsch von der Bundeszentrale für politische Bildung gerne auf die Bühne. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Berg. Sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung begrüße ich Sie sehr herzlich zur Eröffnung der Kooperationsreihe Ukraine im Kontext. Wie wir gehört haben, war die Ukraine einer der zentralen Räume der jüdischen Geschichte und Kultur in Europa. Neben vielen anderen Bevölkerungsgruppen wie Ukrainer, Polen, Deutsche, Russen, Krimtataren, Armenier, Rumänen oder Ungarn konnten Jüdinnen und Juden einerseits ihre autochthone Kultur und Sprache pflegen und interagierten andererseits mit ihren Nachbarn. Bis in die Gegenwart finden sich die Spuren dieser Interaktion in Sprache, Musik, Film und Literatur. Darüber können Serhii Jordan und Juri Gurgi erzählen. Doch die jüdische Geschichte Osteuropas ist nicht nur die Geschichte des Ostens. Sie ist integraler Bestandteil Europas, die eingeschrieben ist in alle Höhen und Tiefen, die die jüdische Bevölkerung im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat. Lange Zeit war diese Geschichte in einen Schlaf eingehüllt und gehörte einer fernen Vergangenheit an. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 wird dieser Raum neu entdeckt und neu geschrieben. Der Zweite Weltkrieg und die Sichtbarmachung des Holocaust wurden zu zentralen Bestandteilen der Erinnerungsarbeit. Im Holocaust by Bullets oder Holocaust durch Kugeln, der sich auf dem Territorium der heutigen Ukraine ereignete, wurden ca. 1,6 Millionen Juden systematisch erschossen. Ca. 2000 Erschießungsstätten und Massengräber sind bis dato identifiziert. Das Andenken ist aber nicht mehr privat. An vielen Orten wurden Erinnerungsmerkmale aufgestellt, die sich sichtbar in die Landschaft einschreiben. Dem französischen Priester Patrick Debois, der auf der Suche nach den in der Shoah erschossenen Verwandten in den 90er Jahren in die Ukraine kam und Erschießungsstätten in den Wäldern durch Metalldetektoren entdeckte, ist in dieser Hinsicht viel zu verdanken. Nun kehrte er vor kurzem in die Ukraine zurück, mit dem Ziel, Kriegsverbrechen Russlands zu untersuchen. Die Geschichte schreibt sich leider fort. Die Vergangenheit ist Teil der Gegenwart. Der 96-jährige Boris Romanchenko ist Ende März in seiner Wohnung in Kharkiv durch russische Bomben getötet worden. Romanchenko hat die Konzentrationslager Buchenwald, Peenemünde, Dora und Bergen-Belsen überlebt, den russischen Angriff aber nicht. Sind die Worte vom Nie wieder nur noch eine leere Hülse? Sie sind zumindest das Gegenteil einer brutalen Gegenwart, in der heute viele Bürgerinnen der Ukraine unabhängig von Ethnie, Sprache, Glauben, leben oder sterben. Die durch Multilingualität und Kulturalität gekennzeichneten urbanen Räume wie Kharkiv oder Dnipro
sind zu Schauplätzen des Krieges geworden. Orte mit den größten jüdischen Gemeinden in der Ukraine sind täglich unter Beschuss. Wir möchten in diese Städte virtuell reisen und Menschen begegnen, die sie heute prägen. Ich danke dem Jüdischen Museum Berlin und insbesondere Sinje Rosbach für die sehr produktive Zusammenarbeit. Der Dank gilt auch Marina Czerniewski und den Teams in den jeweiligen Einrichtungen. Für das Dolmetschen danke ich Ludmila Schnir und Nadia Kirilenko ganz hinten. Ich danke Ihnen, dass Sie Interesse an der Ukraine haben. Und ich danke euch, Juri, Serhii und Sophia, für das Teilen von Geschichten und Erfahrungen mit uns. So ist das mit den Großworten am Anfang. Ich bin die Letzte in der Reihe und freue mich sehr, diese Veranstaltung hier mit eröffnen zu dürfen. Und ich begrüße ganz herzlich hier auch die Gäste und Diskutantinnen für heute, Serhii Jardan, Juri Gurji und Sophia Nufriev. Bin sehr erfreut, auch euch hier persönlich kennenzulernen. Und das war jetzt für mich und ist immer noch nicht leicht, eine Gesprächsreihe zu eröffnen, so spannend wie sie ist oder sein wird, während Menschen auf brutale Art und Weise von Gewalt erfasst sind. Städte, über die wir heute sprechen, wir fangen ja mit Kharkiv an, existenziell bedroht sind und dort massive Zerstörungen androhen oder bereits passiert sind. Gleichwohl geht das Leben selbst im Krieg weiter. So sagen die zahlreichen Freunde und Aktivistinnen, in denen ich in Verbindung stehe. Für sie ist es wichtig, auch heute für diese Eröffnungsrede, dass ich nicht nur darauf eingehe, wie gewaltvoll und brutal die Gegenwart ist, sondern dass die Kraft und Resilienz auch im Fokus stehen darf. Zu dieser gehören die Literatur und die Kunst und die Musik, weil sie nicht nur Menschen stärkt, sondern auch die Weitergabe von Wissen und Erinnerung sichert und so auch die Zeitzeugenschaft und das Gedächtnis der Ukraine eindrücklich und zukunftsträchtig umarmt. Mit dieser neuen Gesprächsreihe, Diskussionsreihe mit den Städten, die wir virtuell besuchen werden, namens Ukraine im Kontext, wollen wir gemeinsam mit der Bundeszentrale und dem Museum und dem Jüdischen Museum die jüdischen Perspektiven auf den Krieg in der Ukraine hörbarer und sichtbarer werden lassen. Das hat Hetty gesagt, das hat Katharina nochmal betont und das steht auch so in unserem Programm. Aber gleichzeitig wollen wir den Blick auf die Ukraine verändern, unseren Blick nochmal einer Kritik aussetzen, einen neuen Blick wagen, der sich von reflexartigen Identifizierungen und Festzuschreibungen befreit und neue Perspektiven, vielleicht auch neue Narrative stiftet. Perspektiven auf die reichhaltigen historischen Verwobenheiten der ukrainischen, jüdischen, jüdisch-ukrainischen Geschichte mit der deutschen Geschichte. Das haben wir vielleicht nicht immer im Blick. Auch mit der deutschen Geschichte, an die wir nicht immer die Bereitschaft haben zu erinnern, mit der Geschichte der Shoah und des Nationalsozialismus. Mit dieser Reihe wollen wir auch Einblicke geben in die Gegenwart der Ukraine, aber auch in die Gegenwart von Menschen, die hier leben, vielleicht auch woanders, aber immer noch sehr, sehr starke und enge Bezüge pflegen und haben zu der ukrainischen Realität und zu der ukrainischen Vergangenheit. Das hat Katharina gerade gesagt, dieses Wissen war lange entrückt. Diese Perspektive rückt aber zunehmend mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der im Übrigen 2014 begonnen hat und nicht im Februar 2022, wie oft behauptet, in Fokus und verschiebt die geklärt geglaubten historischen Rollen und regt hoffentlich ein neues Nachdenken an. Wer kannte vor dem Krieg Zhytomyr, Winnica, Kachowka, Popasna? Wer weiß, dass die Mehrheit der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden aus der Ukraine stammen und vor diesem Krieg zum Teil familial und biografisch betroffen, sogar sehr betroffen sind. Wer kennt das Ausmaß der Shoah in der Ukraine und die Bemühungen der ukrainischen Zivilgesellschaft, und das ist mir ganz besonders wichtig hier hervorzuheben, in den letzten Jahrzehnten der Unabhängigkeit, dieses Wissen um die Shoah, um diese Zerstörung zu erschließen und in die Gesellschaft, in die ukrainische Gesellschaft vor allem, hineinzutragen. Boris Zabarko, Historiker und Shoah-Überlebender, sagte vor einigen Monaten bei einer Gedenkveranstaltung in Dachau, dass er als Ukrainer und Jude nicht in der Lage war, sehr lange darüber zu sprechen. Zum einen, weil die Shoah in der Sowjetunion ein Tabu war und dafür buchstäblich keinen Raum gab.
Zum anderen hat er aber als Antwort darauf Zeugnisse gesammelt, um dieser Geschichte und diesem Erbe Sprache zu verleihen. Wie können wir über schmerzhafte Vergangenheiten sprechen, wenn die Gegenwart diese so schmerzhaft berührt? Mit dem Krieg verschiebt sich die Empfindung der Zeit. Sie wird schneller, flüchtiger, der Zukunftsblick enger. So gewöhnlich, wie es früher war, Pläne zu schmieden, fürs aufs nächste Jahr zu blicken, die Zukunft zu schauen, wird für die vom Krieg erfassten Menschen anders. Sie planen heute und jetzt. Die Zeit bekommt eine veränderte Bedeutung. Im täglichen Lebensfluss haben wir keinen Raum, darüber nachzudenken. Sehi Jadan sagte neulich im Interview für die RBB Kultur, der Krieg zerstört die Sprache. Ich zitiere jetzt dein Wort, das ist nicht mein Zitat. Du sagst, Sehi, du findest plötzlich nicht mehr die richtigen Worte, um deine Gefühle ausdrücken zu können. Das zeigt, wie begrenzt unsere sprachlichen Mittel sind und dass die Sprache vor der Wirklichkeit versagen kann. Aber dann sahen wir, sagt Sehi, dass die Sprache dennoch auch Widerstand leistet und sogar unter diesen anderen neuen Bedingungen funktionieren kann. Und jetzt kehrt die Sprache wieder langsam zu uns zurück. Diese Reihe gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Jüdischen Museum Berlin eröffnet vielleicht die Möglichkeit, ein neues und ein anderes Sprechen auszuprobieren und in einen Austausch zu treten, auf den ich persönlich sehr gespannt bin, der lange, lange überfällig war. Heute steht die Stadt Charkiw im Fokus, so auch die Stimmen von euch. Vielen Dank an Sinje Rosbach und an Katharina Stasiewicz für gemeinsames Denken und Entwickeln. Vielen Dank an Hetty Berg, dass sie diese Idee aufgegriffen und aufgenommen hat und dem Museum für die Organisation. So, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass diese Reise mit der Stadt Charkiw beginnt. Es kommen weitere Städte, Czernowitz, es kommt Lviv und Dnipro, also ich fand es außergewöhnlich, dass man tatsächlich mit einer Stadt beginnt, die wahrscheinlich am wenigsten präsent ist auf der mentalen Landkarte im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur im deutschsprachigen Raum. Dafür danke ich den Initiatoren von dieser Reihe. Bevor wir das Gespräch starten mit beiden hier, möchte ich zu Anfang ganz kurz eine Information zu dieser Stadt geben, die ich mir selber auch erarbeitet habe. Sie müssen wissen, ich komme aus Lemberg, also aus Lviv. Und ich war, solange ich in der Ukraine lebte, auch eigentlich nie in Charkiw gewesen. Das ist wirklich auch krass irgendwo, könnte man sagen. Erst 2015, da lebte ich schon mehrere Jahre in Deutschland, war ich zum ersten Mal in Charkiw und die Stadt hat mich einfach verzaubert. Also das war die Liebe auf den ersten Blick. Und später habe ich auch eine Reise konzipiert nach Charkiw. Also ich habe mehrere Jahre für einen Berliner Reiseveranstalter gearbeitet und 2019 hatten wir die erste Reise gemacht und hatten das große Glück, dass Sehi uns auch durch seine Stadt geführt hat. Also sie haben da vorne diesen Büchertisch und ein Buch dort heißt Mesopotamien. Das ist eigentlich ein Buch über diese Stadt und es ist natürlich ganz wunderbar, wenn man durch diese Stadt läuft mit dem Auto und er einfach die Orte zeigt, die in diesem Buch vorkommen. Charkiw, Sloboda Ukraine, die freie Ukraine. Die Stadt wurde Mitte des 17. Jahrhunderts im Zuge der Kolonisierung der Sloboda-Ukraine gegründet, einer historischen Region, die ursprünglich Teil des Wilden Feldes war.
und überwiegend von aus Polen, Litauen geflüchteten Kosaken und Bauern bewohnt wurde. Seit dem 16. Jahrhundert gehörte die Sloboda-Ukraine zum Großfürstentum Moskau, hatte aber weitgehende Autonomie. 1765 wurde Charkiw zur Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements im Russischen Reich. 1805 wurde die Universität gegründet. Eine Provinzstadt von 10.000 Einwohnern verwandelte sich in ein wichtiges Zentrum der Bildung und Wissenschaft im Osten der Ukraine. Im späten Zarenreich gehörte Charkiw zu den größten Metropolen mit St. Petersburg und Moskau, Kiew und Odessa, Warschau und Riga. Vertretungen von ausländischen Banken und Versicherungsgesellschaften, Theater, Konditoreien, Hotels und prachtvolle Villen wurden gebaut. Die Stadt war multikonfessionell und international. Ausländische Unternehmen wie die Bierbrauerei Novaya Bavaria, Neubayern, oder der Landmaschinenhersteller Helferich und Sade ließen sich hier nieder. Erste Hauptstadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Nach dem Putsch von 1917 wechselte in Charkiw mehrfach die Macht. 1919 wurde die Stadt zum dritten Mal von der Roten Armee erobert und zur Hauptstadt der Sowjetukraine erklärt. 1923 begann die Politik der Korenisatia, Einwurzelung. Wichtige politische Posten wurden mit einheimischen Kräften besetzt und ukrainische Sprache und Kultur wurde auf der ganzen Linie gefördert. Die ukrainischen Kommunisten hielten es anfangs für möglich, das Nationale zu bewahren, ohne auf das Internationale zu verzichten. In den 1920er Jahren war Charkiw ein Ort, an dem alles möglich zu sein schien. Die Stadt wurde zum Pilgerort für Architekten und Intellektuelle aus aller Welt. Die Quintessenz der Moderne war der gewaltige Gebäudekomplex Der Sprom aus Stahl und Beton auf dem heutigen Platz der Freiheit. Seit 2002 ist Der Sprom UNESCO-Weltkulturerbe. Am Wettbewerb für den Bau eines Großtheaters in Charkiw mit 4000 Plätzen nahmen 144 Architektengruppen teil, von denen mehr als zwei Drittel aus dem europäischen Ausland oder Amerika kamen, darunter auch der deutsche Architekt und Bauhausgründer Walter Gropius. Es entstanden diverse literarische Gruppen und unzählige literarische Zeitschriften. Mykola Chvilovyj mit seiner Vaplite, Freie Akademie der proletarischen Literatur, Panfuturist Michail Semenko und die Zeitschrift Nova Generacja, Neue Generation, die mit der Zeitschrift Avantgarde konkurrierte, die von der zentralen Figur des Konstruktivismus in Charkiw, dem Künstler Vasil Jermilov, grafisch gestaltet wurde. Der in Galizien geborene Theaterregisseur Les Kurbas inszenierte nach seinem Studium in Wien und Lemberg im Beresil-Theater ukrainische moderne Dramen auf eine bis dahin nie gesehene innovative Art und Weise. Urbanisierung und Europäisierung der ukrainischen Kultur waren das zentrale Ziel für ukrainische Kommunisten und Künstler. Aber auch in Forschung und Industrie boomte es. Am ukrainischen Physikalisch-Technischen Institut UFTI arbeiteten Ingenieure und Physiker aus verschiedenen europäischen Ländern unter der Leitung von Leo Landau. Riesige Fabriken wurden gebaut und mit ihnen ganze neue Wohnviertel für die Arbeiter. All das endete Anfang der 30er Jahre mit dem Beginn der stalinschen Säuberungen. Die Politik der Einwurzelung wurde zurückgerudert, Massenverhaftungen und Deportationen von ukrainischen Intellektuellen begannen. Einige von ihnen, wie zum Beispiel Mykola Chvilovyj, schieden freiwillig aus dem Leben, auch weil sie mit Zwangskollektivierung nicht akzeptieren konnten und sich dafür mitverantwortlich fühlten. 1932-33 wütete der Holodomor, Hungersnot, durch das ukrainische Dorf. Zwar war die Stadt nicht im gleichen Maße davon betroffen, doch sah man auch auf ihren Straßen sterbende oder tote Menschen. 1934 wurde die Hauptstadt der Ukraine nach Kiew verlegt. Krieg und Nachkriegszeit. Vom Oktober 1941 bis August 1943 war die Stadt von den Deutschen besetzt. Schon im Dezember 1941 wurden auf dem Areal der Traktorenfabrik ein Ghetto eingerichtet. Später wurden mehr als 16.000 Charkiwer Juden in der Drobeski-Schlucht ermordet, viele Charkiwer zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Charkiw ein wichtiges industrielles und wissenschaftliches Zentrum. Im Zuge der Revolution der Würde 2013-14 wurde Charkiw zum Ort starker Polarisierung und scharfer Auseinandersetzungen zwischen Maidan-Anhängern und Gegnern. Nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen im Donbass gehörte die Stadt zu den ersten, die Binnenflüchtlinge aufgenommen hat. Durch die Vorgänge in den benachbarten Bezirken Luhansk und Donetsk ist im bis dahin national eher gleichgültigen Charkiw ein neues ukrainisches Bewusstsein entstanden, das sich auch dadurch speiste, auf keinen Fall so leben zu wollen wie in den sogenannten Volksrepubliken. Und beenden möchte ich mit einem Zitat von Karl Schlögel in seinem Buch Irgendwas mit Kiew, Entscheidung in Kiew, genau, gibt es ja Kapitel über verschiedene ukrainische Städte. Und zu Charkiw schreibt er: Charkiw ist die multikulturelle Metropole eines Landes, das in sich selbst so vielfältig ist wie der Kontinent. Sie ist eine Stadt der Moderne, europäisch und sowjetisch geprägt. An ihrer Geschichte lässt sich die ganze Sequenz der Heimsuchungen ablesen, die im 20. Jahrhundert über die Ukraine gekommen sind. Bürgerkrieg, Kollektivierung und Holodomor, großer Terror, Besatzung und Holocaust. So, jetzt gehen wir zum Gespräch rüber. Serhii, ich werde jetzt ins Ukrainische switchen, also Sie bräuchten dann jetzt Ihre Geräte, wenn Sie dem Gespräch folgen möchten. Сергію, я закінчила цей свінливий виступ, в принципі, подіями 13-14 року. Я думаю, що важливо сказати ще про те, що війна в нас триває не з 24 лютого, вона в нас триває вже з 2014 року. І після цього повномасштабного вторгнення ти залишився в місті. Ти буквально з першого дня включився у волонтерський рух. Du hast ab dem ersten Tag die Freiwilligenbewegung unterstützt. Und außerdem schreibst du in Facebook, schreibst auf Twitter kurze Nachrichten. Du schreibst und berichtest darüber, was in der Stadt geschieht, was man braucht. Wie wichtig diese Posts für andere Menschen sind? So, jetzt vielleicht? Ist die Übersetzung zu hören? Ist die Übersetzung zu hören? So, zu unserem Thema nochmal zurück. Deine Posts auf Facebook und auf Twitter lesen ganz viele Menschen. Also zum Beispiel für viele, die in der Ukraine geblieben sind. Ebenso für diejenigen, die im Ausland leben, ist es äußerst wichtig, deine Post zu lesen, am Abend oder früh über der Stadt wehen unsere Fahnen. Morgen werden wir aufwachen und der neue Tag nähert uns dem Sieg. Diese Posts gibt es in deutscher Sprache. Sie wurden veröffentlicht im Buch Himmel über Sprache bei Surkamp Verlag. Sage, wie sieht dein Leben in Charkiw aus? Was hast du am Anfang gemacht? Was machst du jetzt? Ob die Situation sich verändert und dein inneres Gefühl, wie verändert es sich? Vielen Dank für diese Frage. In der Tat würde ich erst damit anfangen und sagen, der Krieg, der ist nicht seit dem 24. Februar, der ist seit 2014. Ein Teil der Ukrainer, ein Teil der Europäer, ein Teil der Bürger vom vereinten Europa hat den Krieg nicht Krieg genannt, aber das war der Krieg. Zusammen mit den Freunden sind wir seit 2014 Freiwillige. Wir haben viele kulturelle Programme in Donbass unterstützt, haben Bildungsprogramme gestartet, Festivals, Kulturveranstaltungen, und nach dem Großflächen
schrecklichen Krieg, nach diesem Ausbruch, nachdem die russischen Panzer auf die Straßen der Stadt kamen, hat sich für uns nichts verändert. Nur die Panzer sind näher geworden. Wir haben Freiwilligendienst fortgesetzt. Wir wussten, wer Hilfe braucht und wie wir es tun. Die Maßstäbe der Arbeit, die sind größer geworden. Die ersten Tage in Kharkiv waren chaotisch. Tausende von den Bürgern der Stadt sind auf der Straße geblieben. Sie waren gezwungen, in der U-Bahn versteckt zu finden, in den Bunkern versteckt zu finden. Sie hatten kein Essen, keine warme Kleidung, keine Hygieneartikel. Und die große Freiwilligenbewegung ging los. Hunderte von Menschen haben sich in verschiedene Gruppen vereint, in die Hubs, und sie haben einander unterstützt, Menschen mit Essen versorgt, die Menschen evakuiert aus den Bezirken, die unter Beschuss standen. Die Stadt hat sich rasant verändert nach dem 24. Februar. Paradoxe, wir sprechen über 8 Jahre des Krieges von 2014 bis 2022. Die waren tragisch, wichtig und ganz besonders für die Ukraine. Kharkiv hat sich in dieser Zeit verändert, aber in den letzten Wochen hat es sich viel mehr verändert als in den letzten 8 Jahren. Visuell ist die Stadt anders. Viel ist zerstört. Die Russen beschießen die Stadt mit Raketen tagtäglich. Gestern brannte ein Krankenhaus. Viele Häuser sind mitten in der Stadt zerstört. Es gibt ja Bezirke. Süd-Saltivka ist sehr stark verletzt und zerstört. Da gibt es postapokalyptische Landschaften. In Kharkiv gibt es nicht so viele Menschen, die geblieben sind. Wahrscheinlich 2/3 oder die Hälfte ist in der Stadt geblieben und das fällt sofort auf. Und wie du das richtig zitiert hast, wie Karl Schlögl auch gesagt hat, Kharkiv war immer multikulturell, international und offen. In Kiew haben verschiedene Menschen das Zuhause gefunden und sie haben gut miteinander kommuniziert und es gab ja keine Xenophobie oder rassistische Probleme. Sowas gab es ja nicht in der Stadt. Das war der Beweis dafür, dass es möglich ist, unter unseren Bedingungen gute Beziehungen unter unterschiedlichen nationalen Community und nationalen Gruppen aufzubauen. Kharkiv ist eine junge Stadt. Zu Beginn Februar hatten wir um die 400 Studenten. Das war Stadt in der Stadt. Und viele Studenten kamen aus dem Ausland, aus der Türkei, aus Indien, aus China, aus afrikanischen Ländern. Und das fiel natürlich auf. Du warst in der Stadt und hast ganz viele Ausländer gesehen. So viele ausländische Studierende gab es weder in Kiew, Odessa oder Lemberg, nur in Kharkiv. Ganz klar, diese ganzen jungen Leute waren nun gezwungen, die Stadt zu Beginn des Krieges verlassen. Ich kann mich gut daran erinnern, am 3. Kriegstag hat eine riesengroße Kolonne indischer Studierende die Stadt verlassen. Ich habe so verstanden, die Botschaft hat sie nicht unterstützt. Die Stadt war ganz stark bombardiert von den russischen Flugzeugen und diese riesengroße Kolonne von erschrockenen jungen Leuten, die nicht verstanden haben, was geschieht. Sie sind gelaufen mit der indischen Fahne, um sich zu retten. Das ist wohl eine der schrecklichsten Bilder des Beginn des Krieges. Die Menschen, die waren absolut desorientiert. Sie waren sensibel. Sie wussten nicht, wohin. Und gleichzeitig sind viele Menschen in der Stadt geblieben und haben sofort angefangen zu arbeiten. So dazu, wie mein Tag wohl aussieht. Ich und meine Freunde, wir arbeiten als Freiwillige. Jeden Morgen wachen wir auf. Wir haben eine Liste von Aufgaben. Wir fahren dies dahin, kaufen, geben weiter. Wir treffen uns mit den anderen Leuten. Das ist die Arbeit, die unseren Tag füllt. Wir rennen, fahren, laufen durch die Stadt zur Frontlinie, zu den Streitkräften. Freunde von mir fahren jetzt in die befreiten Gebiete, von der Besetzung befreiten Gebiete, denn die Menschen in der Stadt brauchen immer noch Hilfe. Gebiet Kharkiv ist schon frei, glaube ich. Fast. Man kann schon davon sprechen, dass Kharkiv schon fast frei ist. Was du
schon auf den befreiten, früher besetzten Gebieten. Im Frühjahr war ich in den Gebieten um Kiew herum. Ja, genau. Und die Infrastruktur ist da komplett zerstört. Das sind fast Geisterorte. Und wenn die Menschen wieder zurückkommen, dann können sie ja da keine Unterkunft finden. Und ich habe es tatsächlich in der letzten Zeit nicht geschafft, alles zu besuchen, aber unser Team, unser Hub besucht diese Orte, denn die Menschen, die brauchen alles, Lebensmittel und Hygieneartikel. Also das heißt, ihr hilft den Zivilisten und den Soldaten, allen. Ja, genau. Am Anfang war das mir so die Arbeit, naja, das ist ja nicht wirklich die Arbeit, sage ich ja mal anders. Das war die Unterstützung. Die Unterstützung der Menschen in Bunkern, in den Kellern, Kinder, Familien, alle. Sie haben einfach irgendwelche elementären Sachen gebraucht und man könnte sie kaum erreichen, vor allem irgendwo am Rande, Städte, Orte und so weiter. Erst in erster Linie haben wir mit der Zivilbevölkerung gearbeitet. Dann war die Situation besser und wir haben die Streitkräfte unterstützt. Zu Beginn weiß ich, und wir haben es gelesen, viele Menschen, wie du gesagt hast, haben in der U-Bahn übernachtet. Und wie sieht es nun heute die Situation aus? Manche Leute sind es schon richtig müde, sich irgendwo zu verstecken. Sind sie wieder nach Hause gekommen oder haben sie die Stadt verlassen? Die Menschen haben die U-Bahn nicht verlassen, nicht weil sie nicht wollten, sondern weil sie kein Zuhause mehr hätten. Das waren die Menschen, deren Wohnungen von den Russen zerstört waren. Und das ist ein furchtbar. Das kann man kaum erklären. Ein Teil der Menschen hatte tatsächlich Angst, auf die Straße zu gehen. Anfang des Frühjahres, so April, Mai, die Streitkräfte haben die Russen schon zum Teil verdrängt und die Menschen hatten trotzdem Angst, rauszugehen, vor allem Kinder. Kinder, ich erinnere mich an die Kinder, die an die Wärme, an die Sonne hochgebracht waren. Da haben sie zerstörte Häuser gesehen und einfach geheult. Ruhiger war es für diese Kinder, in der U-Bahn zu bleiben. Da hatten sie sich geschützt gefühlt. Und später im Sommer schon hat man sich bemüht, die Menschen aus der U-Bahn hochzubringen. Sie waren irgendwo untergebracht. Man hat ihnen den Wohnraum geboten und die U-Bahn funktioniert immer noch. Züge fahren und die Menschen leben immer noch in der U-Bahn. Für uns hier kann man es ja kaum vorstellen, wie ist es denn? Und sag mal, wie ist die Lebensmittelversorgung, die Versorgung mit Medikamenten? Gibt es denn genug in der Stadt davon? Hat die Stadt alles oder braucht man noch? Ich sag so, seit Beginn des Krieges hat Kharkiv ganz viel humanitäre Hilfe bekommen. Sie kam aus vielen europäischen Ländern und aus der Ukraine. Es ist furchtbar, daran zu denken und darüber zu sprechen. Wir sagen Politik, Politik, politische Ansprachen sind unterschiedlich. Unsere Reaktion darauf ist auch unterschiedlich. Aber diese Unterstützung, diese humanitäre Hilfe in den ersten Wochen, die war wirklich alles für uns. Es gab ja die Lebensmittelgeschäfte, die waren geschlossen und man konnte nirgendwo was kaufen. Humanitäre Hilfe aus ganz Europa hat uns sehr geholfen. Sie hat uns am Leben gehalten und meine Erfahrung, ich arbeite mit vielen freiwilligen Organisationen, ich bin im Kontakt mit der Verwaltung und das hat uns gereicht. Die Situation ist jetzt nun nicht so wie im Frühjahr. Manche können schon arbeiten, bekommen Rente und Gehälter und Löhne. Die Situation ist wirklich spezifisch und besonders. Es gibt immer noch Nachtbeschuss und Kharkiv ist ein Ziel, russische Raketen oder russische Schüsse fallen immer noch auf die Stadt, aber die Stadt ist nicht unter Angst. Die Stadt lebt weiterhin und bemüht sich am normalen Leben zu halten. Lebensmittelgeschäfte funktionieren wieder, Restaurants öffnen, auch Friseure öffnen, das ist äußerst wichtig.
wichtig. Das scheint vielleicht nicht so ganz wichtig zu sein, aber für mich im Frühjahr Eröffnung von jedem Supermarkt, von jedem Café war ein Ereignis. Ich verstehe das und ich denke, das ist eine Geste. Wir hier, wir sind hier zu Hause auf unserem Boden. Wir werden nicht weggehen. Wenn ein Café zum Beispiel eröffnet wird, dann heißt es, ich bin hier, ich bleibe hier. Das ist ein Blick in die Zukunft, in die Perspektive, nicht der Blick nach hinten. Das ist äußerst wichtig. Alle unsere Städte haben schon solche Zeiten erlebt. Die Zeiten des absoluten Schocks, das haben wir natürlich auch verspürt und unsere Städte ebenso. Und mit der Zeit lernen es Menschen, passen sich an die Gegebenheiten und Bedingungen vor Ort. Und wenn man wirklich an den Sieg glaubt, findet man die Möglichkeiten, in dieser Situation weiter zu handeln und irgendwas zu tun. Das ist wichtig zu verstehen, wie stark sind die Ukrainer heute. Sie waren nie in der Geschichte, wahrscheinlich nie in der Geschichte. So, wir haben nie solche Stärke gezeigt. Ja, die Ukrainer, die sind sehr sicher. Sie sind sicher. Es geht nicht um die Selbstsicherheit. Nein, das ist nicht sicher, einfach entspannt sein, sondern sicher an eigenen Kräften. Und in der Tat haben wir keine Angst. Keine Angst. Vielleicht ist es nicht gut, weil es dafür sagt, naja, man soll ja ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir sind oft den Kampf ausgerichtet und sicher an dem, was wir tun. Zu Beginn, die ersten Wochen, sind viele Stadteinwohner ausgereist, haben die Stadt verlassen und viele sind auch in den Krieg gezogen. Und das wird nicht angesprochen von der russischen Propaganda. In den russischen Narrativen gibt es sowas nicht. Für die Ukraine kämpfen die irgendwelchen abstrakten Nationalisten und westliche, die Bürger aus dem Westen der Ukraine oder irgendwelche Söldner. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Einwohner von Osten der Ukraine eigene Städte verteidigen. Das geht gegen die ganze Rhetorik der russischen Propaganda. Ja, und noch wenn du erlaubst, du hast gefragt, was ich jetzt mache, was wir machen. Wir seit dem Frühling haben wir angefangen, auch das kulturelle Leben wieder zu betreuen. Am Anfang war das undenkbar und wir dachten, dass das jetzt überhaupt nicht an der Zeit ist und nicht relevant. Und dann waren wir in der U-Bahn und wir haben ganz viele Charkiwer gesehen dort und Kinder. Und ich war da mit Svetoslav Vakarchuk, dem Frontman von Okean Elze, und er war da und wir haben angefangen zu singen mit den Kindern. Und dann haben die Kinder gesagt, kommt und macht Konzerte, spielt für uns. Und wir hatten einige Konzerte in der U-Bahn gespielt, weil viele Künstler, Schriftsteller, Musiker doch in Charkiw geblieben waren. Und wir haben diese Konzerte gemacht und gesehen, wie wichtig es für Menschen ist, dass weiterhin Gedichte erklingen, dass Musik weiter erklingt. Und wir haben angefangen, Feste zu machen, literarische Lesungen, Diskussionen, Rundtische zu veranstalten, die von vielen, vielen Menschen besucht wurden. Und dann haben wir gesehen, dass das ist, was Menschen auch brauchen. Und was interessant war, immer kamen auch unsere Soldaten zu diesen Veranstaltungen. Es war so eine spezifische Frontlinie, verlief 20 Kilometer von der Stadt östlich. Ja? Und sie kamen oft zu uns in also einen kleinen Urlaub sozusagen. Viele von denen sind auch selbst Musiker oder Hobbymusiker. Und die kamen zu uns als Gäste oder spielten mit und dann gingen sie wieder an die Front. Und das ist unglaublich. Hier ist Krieg und hier hast du diese Kultur und diese Illusion des friedlichen Lebens. Wir haben jetzt ein großes Fest veranstaltet, Charkiw Nummer 5, und das war ein Riesen-Event, wo es Hunderte von Menschen, mindestens Hunderte, versammelt waren. Das ist eine spezifische Sache. Ja, ich glaube, das ist auch ein Phänomen. Es ist schwer vorzustellen, wenn man hier ist, sich vorzustellen, wie wichtig diese Stimmen jetzt sind und das, was die ukrainischen Künstler jetzt tun, seien es Schriftsteller, Musiker oder Grafiker. Das sind Menschen, die ihre
Mitmenschen einfach unterstützen. Viele Musiker, ukrainische Musiker zum Beispiel und andere Künstler jetzt, sind jetzt an der Front mit, sie verteidigen ihr Land mit Waffen in der Hand. Gestern war ich bei einer Lesung von Irina Zilek, Dichterin und Regisseurin aus Kiew, und ihr Mann, auch Schriftsteller Artem Tschech, ist jetzt wieder an der Front. Der war schon 2014 da und jetzt ist er wieder da an der Front. Und er ist nicht einziger Schriftsteller zum Beispiel, der da ist. Und das ist eine Erfahrung, die man schwer vermitteln kann. Und es ist schwer zu verstehen, wenn man nicht drinsteckt, was das ausmacht, was ist das für eine Erfahrung. Und ja, ich kann mir aber vorstellen, wie wichtig es für die Menschen ist, auch in einer solchen Situation gute Musik zu hören, sich ein bisschen mit der Literatur zu beschäftigen, zu diskutieren. Und deshalb schlage ich vor, dass du jetzt uns was vorliest. Und das sind Gedichte, die sind nicht neu. Sie wurden geschrieben nach dem Anfang des Krieges, der ersten Phase 2014. Es geht darin um die Ereignisse 2014-15. Und das Band heißt auf Ukrainisch Життя Марії, das Leben Marias. Und auf Deutsch ist es erschienen im Buch, im Band Сергій Жадан, Warum ich im Netz bin, Gedichte und Prosa aus dem Krieg. Und wir lesen sie auf Ukrainisch vor, beziehungsweise Сергій liest auf Ukrainisch vor und dann auch auf Deutsch. Ja, du hast recht, das sind Gedichte aus 2014. Der Krieg hat angefangen und im Gebiet Lugansk und Donetsk in Donbass. Damals habe ich das geschrieben und wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt eine zweifache Betrachtung dieser Gedichte. Es ist ganz merkwürdig. Einerseits, wenn jemand das liest, kann man das natürlich mit dem heutigen Krieg in Verbindung bringen. Für mich ist das aber geht um die Zeit, die vor dem 24.02. war. Jetzt würde ich etwas anders schreiben. Найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться. І ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь. Не буде звичних посад. Не буде сонного світла серед нічних осель. Не буде зелених долин і заміських пустель. Буде розмазане сонце за плацкартним вікном. Буде холерна яма, залита вапном. Буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові, прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священник із безжурним смішком, свинтарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Nimm die wichtigsten Dinge, die Briefe zum Beispiel. Nimm die leichten Sachen, die wiegen nicht viel. Nimm die heiligen Bilder, das Silberbesteck. Nimm die Kreuze, den Goldkram, wir gehen weg. Nimm ein bisschen Gemüse und vom Brot ein Stück. Wir kommen nie wieder hierher zurück. Wir werden diese Städte nie wiedersehen. Nimm die Briefe, auch schlimme, dann lass uns gehen. Wir müssen die Nachtkioske verlassen. Die Gesichter der Freunde werden verblassen. Aus dem trockenen Brunnen ist kein Wasser zu ziehen. Wir zwei sind Flüchtling. Nachts müssen wir fliehen. Wir laufen an Sonnenblumenfeldern vorbei. Wir flüchten vor Hunden, schlafen im Heu. Wir gieren nach Wasser, kampieren in Lagern und quälen die Drachen auf Truppenpfannen. Die Freunde sind fort. Auch du bist verschwunden.
Es fehlen die Stellen, die Küchenrunden. Nachts fehlt in den Orten das schläfrige Licht. Grüne Täler und Brachen, es gibt sie nicht. Schmierige Sonne gibt's, die durchs Zugsfenster dringt. Die Cholera-Grube, zu der man Kalkpulver bringt. Die Frauenfüße im blutigen Schuh. Wachposten im Grenzschnee kommen dazu. Ein verwundeter Briefträger mit leerem Sack. Ein Gehängter lächelnd im Priesterfrack. Friedhofsstille, Lärm auf Kommandaturen. Totenlisten, gedruckte, ohne Korrekturen. Namen, endlos aneinandergereiht. Den eigenen zu suchen ist keine Zeit. Прифронтове місто напередодні Різдва. Всі йдуть до церкви. Ніхто не знає слова. Повторюють за втомленими паноцями. Плачуть за самогубцями та мерцями. Сніг чорніє, ніби відрубана голова. Марія співає з сиротами та вдівцями. Церква робить нас схожими на дітей. Що нам потрібно ще, крім добрих вістей? Співаємо псалми, змагаємося з сатаною. Слухаймо вовче виття зими за спиною. Б'ють гармати в степу. Господиня кличе гостей. Сонні воли прокидаються за стіною. А смерть чекає на вулиці. Знає, де ми стоїмо. Вичікує, не поспішає. Коментує святе письмо. Коментує безрадісно апостольські теплі послання. І здається, що в діях апостолів надто багато вагання. А в нашій вірі здається їй, замало тепла. На вашу любов, говорить, не вистачає зла. Стоять із псалтирями в руках старійшини, мудреці. За ними полковники зі шрамами на лиці. Писарі, джури, гармаші, піхотинці. Стають до гурту, але опиняються наодинці. Запеклі прапороносці, поважні бійці. Стоять, чекають при вівтарі у натрамвайній зупинці. Радіють селяни. Прийшли з довколишніх сіл. Міщани теж радіють з останніх сил. Радіють дяки, лірники та бандуристи. Співають внизу мироносиці, співають горі хористи. Гості сідають повагом за святковий стіл. Не потрапляють у ноти штрафники і штабісти. Хто з вас вціліє цієї зими, чоловіки? Хто з вас вийде з того боку ріки? Хто впаде на снігу? Хто піде під кригу? Годувати плоттю своєю замерзлу рибу, поїти кров'ю своєю солончаки, відбиватись луною дзвінкому пташиному крику. А смерть чекає у полі, не заходить у дім. І до смерті підходить хлопчик і говорить: «Ходім, ходім, покажу тобі наші статки і комори. У мене, говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла в цім просторі золотім. Стане на всі пташині гнізда, зміїні нори. Їх тут стільки стоїть, радісних і сумних. Але доки вона теж стоїть поміж них, доки вона співає разом із ними, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає. Немає нещасть і лих. Горять вогні, засинають тварини, тривають зими». Eine Stadt an der Front am Tag vor der Weihnacht. Alle gehen zur Kirche. Gebete kennt keiner. Sie reden nach, was die Hochwürden sagen, wollen Selbstmörder und Verblichene beklagen. Schwarz färbt sich Schnee wie gefällte Köpfe. Maria stimmt ein mit den Witwen und Waisen. Die Kirche macht uns so wie die Kinder. Was brauchen wir schon außer guter Kunde? Wir singen Psalmen und ringen mit Teufeln. Hören im Rücken den Winter heulen, Granaten in der Steppe, die Hausfrau bewirtet, die Ochsen erwachen nebenan in der Scheune. Und der Tod hat draußen, er hat keine Eile, er weiß, wo wir stehen, deutet heilige Texte, deutet lustlos die glühenden apostolischen Schreiben. Die Apostel scheinen ihm sehr zum Zögern zu neigen. Unserem Glauben mangelt's an Wärme, schätzt er. Für eure Liebe, sagt er, kann das Böse nicht reichen. Die Ältesten, Weisen, stehen da mit dem Psalter, Generäle dahinter, das Gesicht voller Narben, Spreeträger, Schreiber, Kanoniere, Soldaten, die vereinsamt in ihren Gruppen warten, hartgesottene Fähnriche,
Tarpfe im Kampfe, die am Altar wie an der Tramstation warten. Es freuen sich die Bauern aus nahen Dörfern, auch die Kleinbürger freuen sich aus letzten Kräften. Es freuen sich Lautisten, Kaplane, Bandoristen, unten singen Magdalenen, oben Choristen. An die Tafel setzen sich gewichtig die Gäste, Schien tönen Offiziere und Straflagristen. Wer von euch Männern bleibt heil diesen Winter? Wer wird vom anderen Ufer wegfinden? Wer stürzt in den Schnee? Wen zieht's unters Eis? Die Fische zu füttern mit seinem Fleisch, die Erde mit salzigem Blut zu tränken, Echo zu sein im Vogelgekreisch. Und der Tod hat im Feld, ins Haus kommt er nicht. Ein Junge geht zum Tod und sagt, komm doch mit, komm mit, ich zeig dir das Vieh an den Stangen. Demut hab ich nicht und ich kenn auch kein Bangen. Siehst du im goldenen Raum hier das Licht? Es reicht für die Nester aller Vögel und Schlangen. Wer steht hier nicht alles in Freuden und Leid? Doch solange auch sie unter ihnen weilt, solange sie mit ihnen zusammen singt, mit allen, die fröhlich und traurig sind, gibt es den Tod nicht, kein Unheil, kein Pein. Brennen die Feuer, schlafen die Tiere, wehren die Winter. So, Jure, jetzt komme ich zu dir. Es ist schön, zwischen zwei Menschen aus Kharkiv hier zu sitzen auf der Bühne. Man kann sich was wünschen. Hast du dir schon was gewünscht? Aber natürlich, selbstverständlich. Erzählst du mir nachher. Nachher, natürlich. Ja, du bist ja seit 1995 in Berlin. Ich weiß, dass du natürlich auch nie den Kontakt hast abreißen lassen zu deiner Stadt. Du hast da auch Verwandtschaft und Bekannte und so weiter und so fort. Wie ist es jetzt dir ergangen in diesen letzten Monaten? Ich persönlich war am Anfang, wie viele von uns, ganz erstarrt, unfähig, überhaupt irgendwas zu machen. Und habe einfach chaotisch alles gemacht, was ich nur machen konnte. Und nach einiger Zeit kommt man dann vielleicht doch zur Erkenntnis, dass man sich auf etwas konzentrieren soll oder vielleicht auf zwei Sachen. Wie ist es dir ergangen? Was machst du? Oder sozusagen, wo ist jetzt deine Front, deine wichtigste Front? Es hat sich so ergeben, dass ich in den letzten Jahren immer öfter in der Ukraine war und da mit meinen Freundinnen und Musikerkolleginnen Projekte gemacht habe. Und ich war unter anderem in Donbass, einmal mit Sergei und Sobaki, seine Band, nachdem wir ein gemeinsames Album aufgenommen haben. Und dann im Lockdown, im ersten Lockdown-Jahr war ich in Donbass, in 5 Städten von Donbass, der ukrainischen Seite, und habe ein Album Neue Donbass-Symphonie mit den SchülerInnen von Donbass geschrieben. Ich habe ihre Geschichten gehört, ihre Stimmen, ich habe dazu quasi Musik gemacht. Letztes Jahr haben wir ein gemeinsames Album mit Serhii gemacht, was mir auch sehr wichtig war. Und wir hatten viele Pläne für dieses Jahr, auch mit Literaturmuseum von Kharkiv, zum Jubiläum von Grigori Skovoroda. Und ich hätte im April für einen Monat nach Mariupol fahren sollen, zu einer Künstlerresidenz und. Buchmesse und so weiter. Und mir ging es genau wie dir, wahrscheinlich genau wie vielen UkrainerInnen hier in Deutschland. Ich war einfach fassungslos, aber ich war, von der anderen Seite wurde ich sofort von, eigentlich gleich, glaube ich, am zweiten Tag wurde ich vom Tagesspiegel gefragt, ob ich nicht mal eine Kolumne schreibe. Und vielleicht dann mehr als eine. Und das habe ich angefangen. Ich habe mich natürlich gefragt, weil sie das Kriegstagebuch genannt haben, ich habe mich gefragt, welches Recht ich habe, etwas über Krieg zu schreiben, wenn ich hier in Berlin sitze. Und dann dachte ich, und ich bin mir immer noch sicher, das ist eigentlich ein guter Grund dafür. Ich glaube, ich fühle das viel intensiver als viele meiner deutschen NachbarInnen.
Ich erkenne die Bilder, ich kenne die Menschen und obwohl wir alle eigentlich Zugang zu Informationen heute haben und alle Fotos sehen und alle Zahlen hören, aber ich glaube, die können auch ganz leicht überfordern. Und wenn man, ich glaube, man versucht den Krieg nicht nah an sich zu lassen und ich glaube, ich mache genau das Gegenteil. Also ich gebe den Kontext und ich versuche, also mir tut das weh täglich, 24 Stunden am Tag und ich versuche das auch in meinen Kolumnen auch festzuhalten und zu erklären, warum. Und ich glaube, wenn Menschen das lesen, hoffe ich sehr, dass sie besser verstehen können, wie es in Ukraine heutzutage geht. Wenn du schreibst oder generell, bist du sehr oft in Kontakt mit deinen Leuten vor Ort? Also die ganze jeden Zeit, Tag, ja. Jeden zweiten Tag? Wie jeden oft? Tag, klar. Also es ist, ich habe ganz, ganz viele Freunde. Manche von ihnen sind auch, mussten auch fliehen. Aber es ist, ja, ich bin ununterbrochen in Kontakt. Ich glaube, es ist, ich habe jetzt ein neues Handy und es geht jetzt noch schneller. Und das ist natürlich auch ein ganz... Das ist verrückt. Ich meine, man hat tatsächlich das Gefühl, die ganze Zeit nah zu sein, obwohl man tatsächlich eigentlich zu Hause ist. Ja, das ist diese, diese Parallelität, ne? Also, oder diese Gleichzeitigkeit eigentlich, Simultanität des Geschehens. Ne? Also ich glaube, keine Generation vor uns hatte diese Erfahrung gemacht, die wir jetzt machen. Also diese Gleichzeitigkeit, dass wir jetzt hier sitzen und gleichzeitig wissen, dass dort die Städte bombardiert werden oder die Menschen sterben. Und eben durch die Medien man das tatsächlich sofort verfolgen kann, auch in Bild und mit Ton. Das ist schon, das ist erschreckend. Ne? Also das ist eine sehr große Herausforderung, auch emotional natürlich für die Menschen. Du bist ja Musiker, DJ, aber du bist jetzt auch Schriftsteller, hast ein Buch geschrieben, Richard Wagner und die Klezmer-Band, das neue jüdische Sound in Deutschland. Bin ich sehr gespannt auf das Buch. Seri hat erwähnt, dass viele Menschen die Stadt verlassen haben. Weißt du vielleicht, wie ist die Situation in der jüdischen Gemeinde, ob vielleicht jetzt, also da muss man noch sagen, dass Kharkiv also gehörte zu den Städten, die außerhalb dieser Siedlungsgrenze im Russischen Reich waren. Ne? Das heißt, dass sich Juden dort niederlassen durften und das war wirklich ein ganz wichtiges wissenschaftliches, intellektuelles Zentrum. Nach der Unabhängigkeit der Ukraine begann wieder dieser Renaissance des jüdischen Lebens, nicht nur, auch des ukrainischen und anderen nationalen Minderheiten, das ist ja klar. Und sozusagen ein Teil der Menschen ist ausgewandert, aber viele sind geblieben und sind vielleicht neue dazugekommen. Wie ist die Lage jetzt? Weil zum zweiten Mal irgendwie erleben die Menschen dass sie ihre Orte verlassen müssen, weil eben diese Bedrohung dermaßen stark ist, also dass man einfach um sein eigenes Leben bangt. Also meine jüdischen Freunde sind zum Teil ausgereist, zum Teil auch geblieben, zum Teil konnten sie nicht aus unterschiedlichen Gründen Kharkiv und auch andere ukrainische Städte verlassen. Und der Krieg macht keinen Unterschied. Weißt du, ob das, also die russische Rakete kommt fliegt in die Wohnung von einem Juden, einem Ukrainer oder einem Krimtataren. Und ich glaube im Moment, ich habe das Gefühl, dass es alles, also alle kämpfen und alle fühlen das selber. Also das ist mein subjektiver Eindruck, weil der Krieg, wie gesagt, nach keiner Nationalität fragt. Ja, das ist absolut verständlich und ich möchte an dieser Stelle auch noch was anderes erwähnen. Das hat jetzt mit unserem, mit der Stadt Kharkiv nicht viel zu tun, aber Sie kennen vielleicht die Stadt Uman in der Ukraine. Ne? Also das ist ja ein Pilgerort für Hasiden aus der ganzen Welt, weil Rebbe Nachman dort begraben liegt und ich war sehr oft in Uman
mit meinen Reisegruppen. Ne? Also, und ich weiß nicht, wie viele Menschen hier in diesem Raum in Oman waren. Man muss sich das so vorstellen, es gibt einen ganzen Stadtviertel mit einer Synagoge für 2000 Menschen, glaube ich, ist diese neue Synagoge. Und alles auf Hebräisch, ne? Also sie sind eigentlich in der Ukraine, aber dann kommen sie in diesen Stadtviertel und sie denken, wo bin ich hier eigentlich überhaupt? Und in den Jahren vor der Pandemie kamen jährlich zu Rosh Hashanah bis zu 20.000, Hasiden aus der ganzen Welt. Und in diesem Jahr sind sie auch gekommen. Also ich fand es wirklich erstaunlich. Das nenne ich konsequent. War nicht so viele. Bitte? Konsequent. 1.500 Personen sind gekommen. Ich habe mir einige Videos angeschaut und natürlich, man hat versucht, das irgendwie auch ein bisschen zu beschränken, dass nicht so viele kommen und so weiter und so fort. Aber trotzdem sind eben 1.500 gekommen, die dann sagen, ja, Kriege hin oder her, aber das ist einfach für uns sehr wichtig. Wir müssen einfach an diesem Tag hier sein, in Oman, Punkt. Hast du die Videos gesehen, wo sie ukrainische Hymne singen und auch Putin Huilo und so weiter? Ja, das habe ich auch gesehen. Großartig. Ich habe sie gesehen, als wir nach Polen, als wir die Grenze gequert haben nach Polen, so haben wir die Hasiden gesehen, eine Gruppe, und wir haben zusammen die Grenze passiert. Sie waren überhaupt nicht erschrocken, sie waren ruhig und war alles gut. Das ist sehr spezifisch, weil in Oman gab es auch Raketen in diesen Monaten, wurde getroffen. Oman ist genau in der Mitte der Ukraine. Dort gibt es zwar keine Frontlinie und es ist anscheinend ruhig, aber ab und zu kamen die Raketen auch nieder. Und sie sind dahin gefahren und das ist sehr wichtig. Das zeigt, wie wichtig das ist für die Menschen. Das ist stärker als Angst, als Ungeklärtheit, Ungewissheit. Es ist so stark. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Neuigkeiten oder Nachrichten von der jüdischen Gemeinde in Kharkiv, aber am Anfang März, glaube ich, war, in Kharkiv gibt es eine große Synagoge und sie ist eine der größten in Europa, soweit ich weiß. Und die Synagoge steht auf der Puschkin, in der Puschkinstraße. Sehr interessanter Kontext, ist historisch und kulturell ungemein interessant, weil diese Straße, Puschkinstraße, vorher deutsche Straße, Niemetzka hieß. Und da lebten ganz viele Deutsche und Professoren, Kaufleute. Und weil Kharkiv ja eine multikulturelle Stadt war, seit 200 plus Jahren, seit dem 18. Jahrhundert zumindest, gab es auch deutsche Kolonisten. Du hast an Novaya Bavaria, Neubayern, diese Riesenbauerei gesprochen. Das war eine große Gemeinschaft. Und die jüdische Gemeinde war ebenfalls sehr groß. Und in der deutschen Straße stand Synagoge. Sie wurde gebaut vor dem Ersten Weltkrieg. Und in dieser Straße gibt es auch eine deutsche Kirche, eine große Kirche, die von den Bolschewiken schon danach zerstört wurde. Und das ist in einer städtischen Landschaft, in einer urbanen Gemeinschaft, eine große chorale Synagoge, deutsche Kirche, Puschkin-Denkmal. Und steht er noch? Ja, Puschkin steht noch. Und das ist auch eine Diskussion, die jetzt passiert. Was macht man mit ihm? Entfernt man den oder komplett oder irgendwohin? Weil die Straße, ob sie umbenannt wird, weil das ist keine historische Benennung dieser Straße jetzt. Also es ist eine anderes Thema, aber was ich sagen wollte, warum bin ich auf die Synagoge gekommen? Neben der Synagoge, vor 2 Jahren wurde ein Riesenzentrum, Handelszentrum eröffnet, eine Mall. Und im März kam eine Rakete nieder inmitten dieses Handelszentrums, dieser Mall. Es gab ein Riesenfeuer, es wurde gelöscht. Und als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke, was ist mit der Synagoge? Weil so oder so, es ist nicht mehr nur jüdische Gemeinde hier betroffen. Das ist ein Symbol Kharkivs, von dem das einfach in uns drin ist, wenn du sagst, mit jemandem treffen möchtest, das ist eine beliebte Landschaft, wo treffen wir uns? In der Puschkinstraße, ach, vor der Synagoge, ja. Und mein erster Gedanke war, ob russische Raketen Synagoge getroffen haben oder nicht, aber Gott sei Dank steht sie noch. Ich habe auch ein bisschen im Internet geschaut und ein paar von meinen Kontakten auch in Kharkiv angeschrieben,
aus der jüdischen Gemeinde und sie haben mir auch alle zurückgeschrieben, dass sie eigentlich auch alle in der Stadt geblieben sind. Ne? Also das ist nach der dieser anfänglichen, also nach dieser Zeit des Schocks, des Erstarrens, man jetzt einfach dazu übergegangen ist, weiterhin seine Arbeit zu machen. Ne? Also Kulturveranstaltungen, Kinder gehen in die Schule und so weiter und so fort. Ja, ich möchte jetzt noch zum Schluss über eure gemeinsamen Projekte sprechen, beziehungsweise über ein Projekt. Also ihr habt ja schon vieles zusammen gemacht, aber letztes Jahr entstanden Foxtrotte. Also das ist etwas sehr Besonderes meiner Meinung nach und das muss jeder sehen und hören. Und zwar im Oktober 2021 wurde das vorgestellt, glaube ich. Ne? Und was ist das? Also Zusammenspiel klassischer Poesie und moderner Musik. Also in der Beschreibung des Projektes, das habe ich auf YouTube genommen oder dem YouTube entnommen, steht, das ist Zitat, «Ми наспівали підручник з української літератури», also zu Deutsch, wir haben ein Lehrbuch der ukrainischen Literatur nachgesungen, nachgedichtet oder vertont, sowas in der Art und Weise. Projekt wurde inspiriert vor allem durch den ukrainischen Futurismus, und war ein Teil eines Ausstellungsprojektes, eines größeren Projektes in Mestetsky Arsenal. Mestetsky Arsenal ist eine Galerie in Kiew unter dem Titel Futuromarenja, zu Deutsch so viel wie Zukunftsträumerei. Und stellt den ukrainischen Futurismus als ein... ja, als eine interdisziplinäre Erscheinung. Wie kam es zu diesem Projekt? Ich glaube, wir wurden beide von Mestetsky Arsenal damals angesprochen, ob wir irgendwas mit diesen Texten machen könnten. Und Serhi ist ein, also wir beide sind Fans von den Autoren und von den Texten. Und die Frage war natürlich nur, was man damit musikalisch machen könnte, weil es ist schon, also zum Teil ist es schon ganz schwierig, es sind 100 Jahre vergangen und auch ein weiterer Aspekt ist, dass da diese Dichter alle in den 30ern ums Leben kamen, das ist eine ganz tragische Seite der ukrainischen Kulturgeschichte und man erzählt diese Geschichte auch oft so. Dabei alles, was davor kam, nämlich diese Texte und ihr Leben, das war eigentlich das Gegenteil von tragisch. Das war eigentlich eine Renaissance, das war ein Triumph der neuen Literatur, der neuen Sprache. Und wir versuchten irgendwie mit diesem Geist zu arbeiten und auch uns vorzustellen, wie es wäre, wenn 100 Jahre später in diesem Haus, weil die Schriftsteller wohnten in einem Haus in Kharkiv, Haus des Wortes, Budynok Slova, uns vorzustellen, dass es da im Keller eine Disco gibt und die Autoren dann spontan kommen und zu der Musik rezitieren, wie es klingen würde heute. Und so haben wir angefangen. Wir haben uns in dem Haus getroffen, wo im Moment Künstlerresidenz von Literaturmuseum ist und haben uns die Texte gelesen, Musik gehört und überlegt. Und daraus entstand eben dann dieses Album. Ja, zu diesem Hauswort wollte ich noch kurz sagen, das ist ein Haus in Form des Buchstaben S auf Ukrainisch, also auf Deutsch wäre das ein C. Ne? Und das war so ein eigentlich Haus, so ein Wohnhaus, in dem Autoren und Autorinnen lebten in den 20er Jahren. Also sie haben alle ihr Geld zusammengeschmissen, haben noch ein bisschen Förderung bekommen und 1930 sind sie dort eingezogen. Und später von 66 Wohnungen, die es dort gab, wurden 40 repressiert, beziehungsweise Einwohner von 40 Wohnungen von 66 wurden entweder
verhaftet oder auf eine andere Art und Weise schikaniert und viele sind einfach verstorben. Also das ist eben so ein Teil der ukrainischen Literaturgeschichte, das auch jahrzehntelang tabuisiert wurde und erst mit der ukrainischen Unabhängigkeit wieder sozusagen ans Tageslicht kam und wir auch in der Ukraine sehr viel Zeit gebraucht haben, bis wir verstanden haben, was das eigentlich für unsere Kultur bedeutet. Ne? Ja, ich nenne jetzt nur kurz die Namen, die hier vorkommen. Also das sind im Prinzip 8 Clips oder 9. Das sind alles Männer und nur eine Frau. Wieso das? Und ich musste auch nur diese Frau lang suchen. Ja, ich kann was dazu sagen, weil ich darüber promoviert habe von dieser Zeit. Ja, das entspricht der Realität. Das ist keine Verzerrung. Damals in der ukrainischen Literatur waren die meisten Schriftsteller männlich. Das war so. Das unterscheidet sich die Situation von der heutigen Situation. Gut, die besten Schriftstellerinnen heute sind Frauen. Das sind Frauen. Und damals waren es eben weniger Frauen. Es hört sich nach übrigens in Uman geboren nach einem so B-Movie aus jüdische Geschichte. Ich glaube, sie ist mit 13, sie ist aus einer Rabbinerfamilie und sie ist mit 13 mit einem Zirkus hat Vaters Haus verlassen und ist mit einem Akrobaten zusammen gewesen, genau. Und dann landete sie in Kharkiv und hat dann angefangen, auf Ukrainisch Gedichte zu schreiben und hatte, glaube ich, 2, 3 Bücher geschrieben und ist dann in Murmansk 46 gestorben, glaube ich, 45. Was für ein Leben. Ja, eine unglaubliche Geschichte. Ich habe auch versucht... Erotische Poesie übrigens. Ja, genau, erotische Poesie. Ich habe auch versucht, glaube ich, meiner Zeit irgendwas von ihr zu finden, aber es ist verschollen oder man weiß nicht, wo vielleicht eventuell noch ihre Gedichte zu finden sein könnten. Also in diesen Clips kommen folgende Namen vor. Also das sind eben Autoren und eine Autorin. Микола Бажан, Павло Тичина, Олекса Влисько, Володимир Гараєв, Михайло Семенко, Геош Куропі, Володимир Сосюра і Риса Троянкер. Das ist einfach so, damit Sie einmal diese Namen gehört haben. Und jetzt möchten wir Ihnen auch etwas zeigen. Und zwar, wir schauen uns jetzt mal das erste Video von Pavlo Tichina, das ist einer von diesen Autoren, unter dem, das ist ein Gedicht, das Gedicht heißt Sonnenschne Klarinette, die Sonnenklarinetten. Und ich werde das jetzt zuerst auf Deutsch vorlesen und dann werden Sie sozusagen besser verfolgen können, was auf dem Bildschirm passiert. Und ich wollte noch was dazu sagen. Worum ging es uns dabei bei diesem Projekt? Weil dieses Projekt ist, diese Angst vor dem Schulprogramm Literatur zu überwinden, weil das viele Sachen gehören zum Schulprogramm. Ja? Wir haben auch darüber geschrieben, dass es klassische Poesie und moderne Musik ist. Aber das ist nicht ganz richtig. Das ist keine klassische Poesie, das ist Modernismus, Avantgarde, ukrainische Avantgarde, das ist Dekonstruktivismus. Das waren damals die progressivsten Strömungen überhaupt. Und das war eine sehr, sehr interessante, unglaublich spannende Zeit, politisch, sozial, kulturell in Kharkiv. Und das ist das, was dieses Schulprogramm, diese Kanonisierung bestimmter Schriftsteller, sie tötet das Interesse. Wenn du einen Schriftsteller im Schulbuch siehst, dann möchtest du den nicht lesen. Leider funktionierte so, weil das überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hat, sondern es ist etwas Totes. Aber in Wahrheit waren diese Dichter und Dichterinnen, ja, sie schrieben damals, sie waren jung, schön.
schön, genial. Sie waren voller Hoffnung, voller Visionen. Und sie lebten in dieser Stadt. Kharkiv in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war einfach ein Labor unter freiem Himmel. Labor, wo man neue Sinne gesucht hat, neue Praktiken, neue Wege. Weil du hast ja schon erwähnt, damals konnte man fantastische Sachen realisieren, zum Beispiel in der Architektur 20er, 30er in Kharkiv. Das waren die besten Architekten, die in Kharkiv tätig waren, die progressivsten, die fortschrittlichsten, originell. Und in Kharkiv lebten gleichzeitig geniale Maler, Regisseure, Schriftsteller. Damals war Kharkiv auch die Hauptstadt des ukrainischen Jazz auch. Das vergisst man leider oft, und weil die sowjetische Narrative, die dann aus Russland kamen und uns aufgezwungen wurden. Man hat immer gesagt, Jazz in der Sowjetunion ist in Odessa entstanden. Ich habe nichts gegen Odessa, aber Kharkiv war zuerst. Juli Matus war der erste Jazzkomponist in Kharkiv, der die jüdische Melodik in den Jazz mit eingebracht hat. Und er hat natürlich alles in Europa verfolgt, das musikalische Geschehen, und er hat es versucht, in Kharkiv zu machen. Und wir haben eine Ausstellung, ein Theaterstück realisiert mit seiner Musik vor kurzem. Und dieser Kharkiv in den 20er Jahren ist die Stadt auch, manche denken an Tschechisten und Traktorfabrik. Ja, es gab dort Tschechisten, natürlich. Und die Fabrik, die Riesentraktorenfabrik war auch da. Das war auch eine Revolution, dass dieses große Werk in Kharkiv funktioniert hat und andere Industrieanlagen. Nein, aber vor allem war das die Stadt der Dichter, Visionäre, Maler, Grafiker und so weiter. Und das wollten wir zeigen, diese Vision, die damals in der Luft lag, diese Zukunft. Gewandtheit. Wir wollten das versuchen einzufangen, weil in der Ukraine haben wir heute viele Musiker und die singen das, diese Worte, die von den Dichtern in den 20ern geschrieben wurden. Sie werden jetzt von den Musikern aufgegriffen und vertont. Man wendet sich wieder dieser Klassik sozusagen zu, aber oft macht man das sehr prognostiziert. Das ist etwas Tragisches, weil man weiß, wie das alles dann ein Ende nahm, das ist pathetisch, und dann verstehst du, ja, die waren alle tot und überhaupt alles so tragisch. Das macht man so ein bisschen in traditionelle Schiene. Nicht alle starben auf eine tragische Art und Weise, aber es ist klar, dass viele repressiert wurden und starben. Einige haben aufgehört zu schreiben und sich zu bewahren. Aber damals, als sie das geschrieben haben, dachten sie nicht an den Tod, sondern an das Leben und an die Zukunft, wie man das Unvereinbare vereint. Die kommunistischen Ideale mit dem Nationalen. Wie vereint man dieses bäuerliche, dörfliche, was die Ukraine typisch ist, mit der neuen Zeit, mit der neuen Humanistik und intellektuellen Sachen. Und das war sehr ungewöhnlich, was da passiert ist. Und wenn man Tschetschena mit Disco unterlegt, das ist schon sehr gewagt. Und das, was wir gemacht haben, das war gewagt. Und wir haben es gemacht. Ja, und Pavlo Tschetschena, von dem wir jetzt das Video sehen werden, gehört eben zu denjenigen, die den Terror überlebt haben. Der ist 1967 gestorben. Das Gedicht heißt Nicht Zeus, nicht Pan. Nicht Zeus, nicht Pan, nicht Taubengeist, nur Sonnenklarinetten. Ich bin ein Tanz, der rhythmisch kreist, unsterblich die Planeten. Ich war nicht ich, ein Traumgesicht, ringsum nur Klangesregen. Das Kleid der Schöpfungsfinsternis, nun Hände, die mich segnen. Ich bin erwacht, und ich bin du, tief unten und hoch oben. Entbrennt und fließt die Welt im Nu in klangerfüllten Wogen. Ich schaute in die Frühlingsglut, harmonische Planeten. Da wusste ich, du bist nicht Wut, nur Sonnenklarinetten. Hört man da auch die Originalstimme von Tschetschena? Nein, ich glaube, das ist eine der dann Lesungen, die später in den 60er für ukrainisches Radio entstanden. Das war grundsätzlich ganz schwierig, wir wollten mit Originalstimmen arbeiten, aber es gibt leider nicht so viele. Vor allem, man stellte fest, dass die ersten Aufnahmen erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Und zu der Zeit sind leider mehr als die Hälfte diesen Dichtern schon ums Leben gekommen. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber bevor ich auch
dem Publikum, euch verehrte Damen und Herren, die Möglichkeit gebe, ein paar Fragen zu stellen, möchte ich noch ein Video zeigen. Das ist sehr besonders. Also ich habe mir alle Videos angeschaut von Foxtrote und plötzlich sah ich da etwas, was vorher dort nicht war. Und entstanden 2022. Das ist ein Gedicht von Mykola Bajan, der auch sozusagen in diesem ersten Teil vorkommt. Ein Gedicht auf Ukrainisch Klatwa, auf Deutsch Eid oder Schwur. Und es geht in diesem Gedicht darum, dass die Ukraine nie Sklavin faschistischer Henker sein wird. Also sozusagen der wichtigste Gedanke von diesem Gedicht. Aber es wurde ergänzt. Es wurde ergänzt und hat jetzt einen neuen Namen bekommen, Never Again. Ich finde das sehr raffiniert. Also sozusagen diesen Begriff zu nehmen und ihm jetzt hier eine völlig neue Bedeutung zu geben. In dieser neuen Strophe, die eben im Originalgedicht nicht enthalten ist, heißt es, wir haben kein Mitleid mit Feinden. In der Höhle erwartet sie eine Medaille. Zur Erheiterung gibt es Kobson. Also, wie kam ihr auf die Idee, das noch zu machen als Nachschlag sozusagen? Es war auch ein Vorschlag von unserer Kuratorin Oksana Schur von Mysteriske Arsenal. Ein Vorschlag, etwas das Album zu ergänzen quasi. Und es war aber nicht klar, was es sein könnte. Und als wir in dieser ersten Phase der Recherche mit Serhii waren und auch mit Oksana, hat sie von Radio Kultur in Kiew aus den Archiven alles, was an der ukrainischen Poesie bis zum Jahre 1970 aufgenommen wurde, rausexportiert. Und ich habe immer noch diese Aufnahmen bei mir im Rechner. Und ich habe sie mir wieder angeschaut, quasi im März, und wieder angehört. Und ich fand eben dieses Gedicht, was erst viel später geschrieben wurde, als alles, was wir damals für Foxtrote verarbeitet haben, und zwar am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Und als ich das damals, als wir mit Sergei und Foxtrote arbeiteten im Sommer letztes Jahres, mir angehört habe, natürlich war es mir völlig fremd. Ich konnte mir nicht vorstellen, es ist auch sehr pathetisch und das ist auch so, wie er das liest. Und er ist auch ein älterer Mann in dem Moment. Das ist nicht der Bajan, den wir in Foxtrotte hören. Und trotzdem hat das hundertprozentig resoniert mit dem, was wir jetzt spüren. Und dieser Satz, nie wird Ukraine Sklavin der Nazis sein. Das ist eigentlich, das muss man nicht updaten. Es ist schon, es ist die Version 2.0 quasi. Und wir haben auch dann andere DichterInnen eingeladen, und zwar Ljubov Jakimchuk, die in dem Moment, glaube ich, zum zweiten Mal fliehen musste. Zuerst aus Donbass, wo sie geboren ist, am Anfang des Krieges. Nicht 2022, sondern 2014, und dann aus Kiew. Inzwischen ist sie, glaube ich, zurückgekehrt, aber damals war sie in Wien, und Grigori Semenchuk, der auch ein Hip-Hop-Alter Ego Brat hat, ein guter Freund, und der hat eben diese vier Zeilen dazu geschrieben, und auch ganz schnell. Und das war wirklich, das haben wir ganz, ganz spontan gemacht, also innerhalb von ein paar Tagen. Und Sergei hat uns was aufs Handy angesprochen. Und das ist ein Chor eigentlich, was im Chorus immer dieses Nikole, also nie, never, sagt. Die Foxtrote wird man auch in Frankfurt am Main sehen können. Wann? Am 21. Weißt du das? Am 21.
oder am 22. Am 21. Vielen Dank. Mhm. Am 29. Das ist unser erstes Konzert Oktober bei der Buchmesse. Ja. Und ich glaube, das wird in der Messe, irgendwo auf der Messe sein. Mhm. Okay, also Foxtrotte in Frankfurt, 21.10. Und wird auch ein Stream in Arte, auf Arte geben. Also für die wenigen von Ihnen, die nicht nach Frankfurt kommen. Ja, das ist ja sehr schön. Kann man zu Hause bleiben und sich das anschauen.